Der mutmaßliche Bombenattentäter von Boston, vom Boston Marathon, muss sich ab heute vor Gericht verantworten. Unser USA-Korrespondent Manuel Koch war am Ort der Anschläge. Es ist nicht einmal 100 Tage her, dass hier in Boston die zwei Sprengsätze explodierten. Die Menschen gedenken noch immer den drei Toten, die hier an der Ziellinie des Marathons gestorben sind. 260 Menschen wurden dabei verletzt, am Ende ja auch noch ein Sicherheitsbeamter. Und der mutmaßliche ältere Bruder der Täter wurde außerdem von der Polizei erschossen. Der jüngere Bruder Johar Tsarnaev, 19 Jahre alt, wird nun vor Gericht stehen. In 30 Punkten ist er angeklagt, darunter die Benutzung von Massenvernichtungswaffen. Am Ende könnte ihm hier die Todesstrafe drohen nach Bundesrecht, aber einige Gerichtsbeobachter sagen, es könnte auch einen Deal geben zwischen der Anklage und der Verteidigung. Wenn er alle Fakten auf den Tisch legt, alles erzählt, dann könnte am Ende eine lebenslange Haft für ihn bei herauskommen.